Guten Morgen, ich bin heute auf dem Weg zu Hanna. Ich habe heute ein kleines Date mit ihr. Ich schaue mal nach Greinau, ziehe ihr nach Hause in ihren Heimatort. Aber vorher besuche ich sie mal am Schießstand in Seefeld. Da schaue ich mal, wie es so läuft bei ihr, was sie im Training so heute auf dem Programm hat. Und danach kontrolliere ich mal, ob sie ihr Kinderzimmer aufgeräumt hat. Hallo! Hi! Na? Alles mal in gut? Seefeld. Ja, im schönen Seefeld. Heute steht Schießen an und da machen wir ein paar Schuss. Und ich bin gespannt, ob du dich auch noch rantraust. Kleines Schießduell, würde ich sagen, geht immer. Ich habe Vertrauen in dich. Hast damals schon gut geschossen. Souverän. Schlag mal. Ich muss aber zum Trainieren vorbeikommen auf jeden Fall. Definitiv. Meine Waffe ist immer ready. Wunderbar, wunderbar. Nicht immer geputzt, aber ready. Letztes Jahr habe ich halt dann gerade so an Oberhof und Ruhpolding daneben auch schon gespürt, dass es einfach nicht geht und mein Körper das auch nicht mehr will in dem Moment. Und es macht an einem ja auch keinen Spaß mehr. Also ein Ruhpolding, den Verfolger, das war das schlimmste Rennen, das ich in meinem Leben, glaube ich, je gelaufen bin. War ja mit hinten. Weil es weder Spaß gemacht hat, mir tat alles weh. Mir ging es vorher körperlich schon so, dass ich eigentlich nicht mal einlaufen gegangen bin. Ja, vielleicht braucht man ab und zu mal so einen richtigen Tiefschlag, um wieder zu wissen, was einem wichtig ist oder welche Werte man auch wichtig findet. Ja, da lernt man nicht nur für den Moment was, sondern auch fürs Leben dann danach. Voll. Und man hat ja auch noch was vor sich, auch sportlich gesehen. Ne? Das hoffe ich natürlich. Also ich versuche natürlich trotz Kind jetzt auch mal rauszukommen und ein bisschen so vom Mindset einfach sich wieder so zu erden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Organisation logischerweise. Da spreche ich mich mit meinem Mann ab und dass ich dann trotzdem mal gehen kann oder wir wechseln uns ab, dass jeder da mal so auf seine Aktivitätsstunden kommt. Aber wir machen natürlich auch jetzt sehr gern zu dritt was gemeinsam, weil es einfach, es ist einfach so eine Leidenschaft, die so im Kindesalter an so entstanden ist. Schön, willkommen bei mir zu Hause. Seitdem ich Kind bin, wohne ich hier und möchte es nicht missen. Ach, schön. Und jetzt so ein bisschen Modernisierungsprozesse angeleiert. Ja. Genau, wir haben uns jetzt für eine PV-Anlage entschieden. Gerade mit meinen Eltern zusammen und meine Oma wohnt auch noch da. Das ist eigentlich so ein Drei-Generationen-Haus. Mhm. Und dann ist es eigentlich schon ganz cool, wenn man jetzt halt auch so was sehr Modernes mit reinbringt. Mhm. Ja, wir haben ja auch gebaut. So ein bisschen kenne ich mich auch aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Zeigst du mir mal eure Technik unten im Keller. Auf alle Fälle. Also ich kann euch sagen, wenn ihr mal Probleme habt, könnt ihr Benedikt Doll unseren Kollegen anrufen. Der kennt sich bestens aus. Aber nicht, dass er dann schimpft, wenn man die ganze Zeit mit Nachrichten bombardiert. Da ist dann der Stromspeicher mit dem Wechselrichter und unten sind so 10 kW Speicher. Und dann haben wir hier so ein kleines Kästchen, das mit einer App verbunden ist. Wenn einem mal auf dem Weltcup langweilig ist, dann kann man mal schauen, wie viel Strom heute. 100% Autarkie, sehr gut. Hanna hat doch immer schon so dann irgendwie im Herbst dann mal so ein Gefühl, wie es gehen könnte. Jetzt auch so von der Vorbereitung raus. Was denkst du so im Winter? Was geht? Was geht, ist eine gute Frage. Ich bin ja eh eine Sportlerin, die immer über die Wettkämpfe kommt. Ich brauche da einfach ein bisschen Zeit, um mich da wieder reinzufinden und mich wohlzufühlen. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann so einmal dieser Schalter umgelegt ist, da läuft es dann von alleine und ich muss auch sagen, so zu den letzten Jahren fühle ich mich heuer wesentlich wohler und ich habe ein recht gutes Gefühl. Drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ich bin ja auch mal mit vor Ort und kann dich dann vor Ort mit anfeuern. Das ist sehr gut, dann kann es ja nur laufen. Steh am Berg. So, jetzt haben wir einen super schönen Tag mit der Hanna gehabt. Ich war im Training mit dabei, habe mal das Familienhaus sehen können mit den ganzen neuen technischen Erneuerungen, die sie hier modernisiert haben quasi. Ja, jetzt freue ich mich auf die neue Saison, bald ist es soweit. Geht bald los, aber erstmal für mich geht's ab nach Hause.